Zurück zu einer weiteren kleinen Vorstellungsrunde. Man sieht es schon, hoffe ich. Es ist das Haus der Dursleys. Hier vorne stehen sie auch schon mit Harry zusammen. Und wir schauen gleich mal rein. Es ist ein Haus, das ich vor einer ganzen Weile schon gebaut habe. Das ist auch schon ewig in der Galerie hochgeladen. Aber ich habe das irgendwie damals nicht gefilmt beim Aufnehmen. Und würde auch heute, glaube ich, ein paar Sachen noch ändern. Hinten im Garten zum Beispiel. Aber gut, da haben wir den Eingangsbereich und die Treppe, die berühmte. Ich habe das nach dem Film gestaltet, eher denke ich. Da ist Harrys kleine Kammer unter der Treppe, die auch sehr leer aussieht, aber die ist es tatsächlich ja auch. Dann die Küche, die auch eher an den Film angelehnt ist, wobei der Ofen, glaube ich, da, wo der Kühlschrank ist, steht, als Harry im ersten Teil seiner Familie Frühstück brät. Da geht es dann direkt weiter in den Essbereich. Das ist eigentlich auch im ersten Teil ein offener Durchgang. Es ist so ein bisschen eine Mischung aus irgendwelchen Screenshots oder Layouts, die ich gefunden habe, den Filmen und auch meiner Vorstellung aus den Büchern. Deswegen ist das so eine kleine Interpretation und nicht hundertprozentig korrekt. Dann sind wir schon im oberen Stockwerk. Und die Zimmer kommen dann gleich noch. Die Badezimmer sieht man ja sowieso nie. Aber gleich kommen noch Dudleys Zimmer, Dudleys Spielzimmer und das Elternschlafzimmer, genau, die man ja auch so weiter eigentlich gar nicht sieht. Ich habe ja auch hier das zweite Schlafzimmer von den Kindern oben nicht als Harrys Zimmer wie im zweiten Teil gestaltet, sondern wirklich wie im ersten Teil als Dudleys Spielzimmer. Ich hoffe, es gefällt euch und ja, ich wollte euch das nicht vorenthalten. Bin gespannt auf eure Kommentare, euer Feedback und ja, vielleicht gestalten wir das ja zusammen nochmal um oder erweitern das Ganze nochmal, wenn ich irgendwann mal Lust dazu habe. Könnt ihr mich gerne auch in den Kommentaren wissen lassen, ob wir das nochmal erweitern sollen mit den neuen Objekten, die es inzwischen gibt. Und dann können wir uns da nochmal dran machen. Ich würde auch unglaublich gerne Hogwarts nochmal neu bauen. Mal schauen. Also dann viel Spaß noch mit den restlichen Screenshot, das ist jetzt auch der letzte. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!